Endlich bin ich zu Hause. Nachdem ich die ganze Nacht arbeitete, habe ich endlich das Projekt beendet, für welches mein Boss mich einsetzte. Aber das war es alles wert, denn ich hatte einen großartigen Tag bevorstehen. Darauf, worauf ich mich am meisten freute, war es endlich meinen Sohn zu sehen, denn ich hatte den Sorgerechtsstreit gegen meine Ex-Frau gewonnen. Also komme ich jetzt tatsächlich dazu, ihn zu sehen. Ich richtete mein altes Gästezimmer für ihn her, obwohl es fade aussah, so ganz in Weiß. Ich dachte, dass wir später etwas Zeit übrig hätten und alle Veränderungen vornehmen könnten, die er wollte. Ich polterte die Treppe hinauf, und als er schließlich bemerkte, dass ich hier war, rief er mich schnell zu sich ins Zimmer. »Papa, ich kann nicht schlafen. Da ist ein Monster an meinem Fenster.« »Monster? Das ist ja originell für Kinder.« »Keine Sorge, das sind nur Äste vom Baum, die im Wind wehen, okay?« Ich deutete auf den Ast, der gegen das Fenster klopfte. Er vertraute mir und beruhigte sich wieder. Dann gab ich ihm einen Gute-Nacht-Kuss. Endlich war es Zeit, schlafen zu gehen. Ich konnte durch diesen Zeitpunkt kaum noch sehen. Ich ging durch den Flur und brach auf meinem Bett zusammen. Ich hatte zu viel zu tun, um mich mit Monstern auseinanderzusetzen. Morgen musste ich ihn zur Schule bringen und ihn mit unserem Bezirk vertraut machen und ihm vielleicht ein paar Klamotten zu kaufen. Ich konnte nicht mehr richtig denken, aber dann rief er mich wieder. Mann, ich liebe mein Kind über alles, aber ich brauche dringend Schlaf. Papa, das Monster ist zurück, kreischte er. Ich sah zum Fenster hinaus. Nichts, außer den Ästen. Ich ging hin und bewies es ihm. Ich öffnete das Fenster und drehte mich zu ihm. Siehst du, da ist nichts außer dem Baum, wie ich es dir gesagt habe. Also schlaf jetzt, du musst morgen zur Schule. Er war immer noch ein bisschen ängstlich. Aber was könnte ich noch tun? Ich war einfach so verdammt müde. Ich fiel wieder in die Gemütlichkeit meines Bettes, als ich wieder ein Schreien hörte. Jetzt hatte ich genug. Na gut, ich werde bei dir im Bett schlafen. Wenn du irgendwelche Monster siehst, halte dich einfach ganz fest an mich. Ich ging zurück in sein Zimmer und zog seine rote Decke zurück und legte mich neben mein Kind. Während ich dort lag, die Augen geschlossen, fingen meine Gedanken an, umherzuwandern. Hatte ich nicht weißes Bettzeug gekauft? Ich sah meinen Sohn an, seinen Hals aufgeschlitzt. Als ich meinen Fehler bemerkte, dann hörte ich das Monster. Nur dass es nicht gegen das Glas klopfte, sondern ein paar Schritte vor dem offenen Fenster stand. Ich konnte mir nicht helfen, aber ich musste lachen. Wie konnte ich vergessen, dass ich gar keine Bäume im Garten habe?